Herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt es ein traditionelles türkisches Rezept und zwar gibt es heute Pişi. Und zwar wird es in der Türkei gerne auch mal zum Frühstück gemacht, zum Mittagessen, zum Abendessen, eigentlich zu jeder Gelegenheit, wo man das eben essen kann. Es ist so ähnlich wie die ungarischen Langosch, nämlich frittierter Teig. Ich weiß, momentan ist das Öl ein bisschen knapp, deswegen haushaltet gut mit eurem Öl. Ihr könnt aber auch das Ganze in der Heißluftfritteuse oder im Backofen zubereiten. Das zeige ich euch später. Ich habe jetzt einmal die klassische Version gemacht. Man muss auch sagen, die sehen bei jedem anders aus. Bei meiner Mama, die öffnet die mit der Hand und macht dann so kleine Fladen, die wirklich aussehen wie Langosch. Dann macht sie aber auch diese gefüllten, mit Käse gefüllten Teile. Die sind der Oberkracher. Und ich esse am liebsten Pişi mit Nutella. Oder mit Hirtenkäse, also mit diesem Weichkäse. Oder mit Marmelade. Oder mit Tahin-Pekmez, also mit Sesam und Traubensirup. Oder mit Honig und Kaimak mit dem Rahm. Also das ist für uns wirklich was, wenn ich in der Türkei im Urlaub bin, muss ich sagen. Und wir gehen irgendwie auswärts essen ins Restaurant. Das bestelle ich zu jedem Frühstück dazu. Denn zu Hause mache ich das tatsächlich nicht, dass ich viel frittiere. Ich frittiere eher so gar nicht. Aber meine Mama, die macht das schon gern und dann gehen wir zu meiner Mama essen. Ja, ich zeige euch heute jetzt beide Versionen und zeige euch jetzt aber erstmal, wie man den Hefeteig zubereitet. Dafür verwende ich einen halben Würfel Hefe, einen Esslöffel Zucker, 375 Gramm Wasser, 350 Gramm Milch, einen Esslöffel Salz und 1 Kilo Mehl. Jetzt nehmt ihr die Hefe und zerbröselt sie in eine Rührschüssel. Meine Mama, die knetet den Teig immer per Hand, aber ich habe ihr jetzt auch letztes Jahr oder vor, nee, schon 2-3 Jahre her, die Zeit, die vergeht so schnell, habe ich ihr auch eine Kernwut gegeben, damit sie eben auch schön backen kann und nicht mehr so viel kneten muss. Und dann, dadurch backt sie jetzt noch mehr. Aber sie sagt trotzdem immer, sie ist es halt immer gewohnt gewesen, so mit der Hand die Teige zu verkneten. Und da merkt man auch die Konsistenz und alles. Aber ich muss auch sagen, dass früher die türkischen Rezepte oder auch bis heute noch, die hatten keine Grammanzahl. Also es war immer so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und wenn der Teig so die Konsistenz des Ohrläppchens hat, dann ist er fertig. Also so war das halt immer. Und deswegen haben die ganzen Frauen, ich sage jetzt bewusst Frauen, weil es haben keine Männer in der Türkei gekocht, außer Köche, haben die halt dann immer alles per Hand zubereitet und konnten dann eben mit der Hand die Konsistenz eben auch fühlen. Aber dadurch, dass jetzt alles perfekt abgemessen wird, finde ich es viel einfacher, mit der Küchenmaschine zu arbeiten. Und ich glaube, meine Mama mittlerweile auch, denn jetzt hält sie sich auch oft bei meinen Sachen zumindest an Rezepte, aber sonst macht sie auch Augenmaß. Mama ist immer so Augenmaß. Naja, ich habe jetzt die Hefe, den Zucker und das Wasser schon hier reingegeben und dann schütte ich erstmal das Mehl drauf. Dann Milch und Salz dazu. Und dann knetet ihr den Teig etwa 10 Minuten lang geschmeidig. Der sollte nicht zu fest sein, also falls er ein bisschen zu fest ist, gerne noch ein bisschen Wasser dazugeben. Aber die Menge an Wasser und Milch passt genau für Weizenmehl. Falls ihr Dinkel verwendet, 630, gebt da einfach noch so 2-3 Esslöffel mehr Wasser dazu. Und ich mache das jetzt so, dass ich hier auf Stufe 2 stelle, dann auch schon die Temperatur einstelle auf etwa 34 Grad. Dann wird der Teig nämlich schon mal weich und warm und geht später schneller auf. Perfekt. Und der Teig hat jetzt eine weiche Konsistenz, ist aber nicht zu klebrig. Und den lasse ich jetzt hier abgedeckt einfach eine Stunde ruhen oder mit Hitze einfach etwa eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde bis Dreiviertelstunde, bis er sich sichtbar verdoppelt hat. Der Teig ist jetzt gut aufgegangen und ich werde jetzt ein paar davon nicht füllen und einige davon aber auch füllen. Dafür verwende ich einen Hirtenkäse, ihr könnt auch einen Schafskäse verwenden. Ich nehme immer gerne diesen 60-prozentigen von Gazi, das ist tatsächlich unser absoluter Lieblingskäse. Damit mache ich zum Beispiel auch am Wochenende gerne unseren Käsedip fürs Frühstück. Davon so ein Rädchen und ein Päckchen Sahne aufkochen, 2 Esslöffel Mehl rein. Fertig, perfekt. Und das ist so der perfekte Dip oder Brotaufstrich. Ist richtig gut. Und da habe ich das Rezept auch schon online. Und hier nehme ich jetzt etwas vom Käse und Petersilie. Und da könnt ihr jetzt einfach die Petersilie fein hacken und den Käse einfach zerreiben in den Händen.
Dann nehme ich jetzt etwas Mehl auf meine Arbeitsfläche und den wunderschönen Teig. Und ihr könnt die auch ganz einfach vegan zubereiten, indem ihr die Milch einfach austauscht durch pflanzliche Milch. Und die Füllung, die könnt ihr dann auch mit veganem Schafskäse zum Beispiel machen oder einfach ohne Füllung oder eine Gemüsefüllung, wenn ihr möchtet. Und jetzt teilt ihr da kleine Portionen ein. Ich wiege sie ab. Natürlich. Ja, ungefähr 60 Gramm. I do. Dann forme ich jetzt schöne Teigkugeln draus. Ich roll die immer gern hier so auf der Arbeitsfläche. Und dann sind sie schön. Wenn ihr die Pichet jetzt ungefüllt zubereiten wollt, dann drückt ihr am besten diese Teigbällchen flach und nehmt dann einen Löffel oder zum Beispiel einen Oklava, also so einen Holzstab, und piekst ein Loch in die Mitte und öffnet das so leicht. Dann sind sie nämlich schneller gar. Wie so ein Donut sozusagen. Und dann könnt ihr gerne, wenn ihr schon ein paar zubereitet habt, schon mal eine Pfanne erhitzen mit etwas Öl. Oder ihr könnt sie auch gerne im Ofen backen, dann sind sie aber ein bisschen trockener. Frittiertes ist natürlich immer besser, wenn es natürlich in Fett frittiert wird. Aber wenn bei euch auch gerade noch Ölknappheit herrscht, dann könnt ihr zum Beispiel, ich würde es später mal probieren, in so einer Heißluftfritteuse, ansonsten einfach mit wenig Fett einfach ausbacken. Und dann mache ich jetzt ein paar ungefüllte und dann noch ein paar gefüllte. Bei den gefüllten nehme ich hier einfach so ein bisschen Öl auf die Arbeitsfläche und roll dann den Teig aus, so in einem Kreis, nicht zu dünn, einfach nur so ein bisschen öffnen. Geht auch mit den Händen, meine Mama, die drückt die immer einfach flach. Dann am besten mit einem Eisportionierer, ungefähr mittlerer Größe oder je nachdem, wie viel Käse ihr haben wollt, ein bisschen Käsefüllung reingeben und länglich verteilen. Und dann mit sauberen Händen schön verschließen. Und zwar so, dass wirklich auch kein Käse ausläuft, denn ansonsten spritzt es später im Fett und das ist dann nicht so gut. Also wirklich gut verschließen. Daher nehme ich jetzt hier auch kein Mehl zum Ausrollen, sondern Fett, damit eben das Mehl dieses Anheften nicht verhindert. Ja, und dann könnt ihr das eigentlich formen, wie ihr wollt. Ich mache da jetzt so kleine Schiffchen draus. Und so lange erhitzt schon mein Öl hier in der Pfanne auf dem Herd. Und dann bin ich gleich soweit und kann alles frittieren. Okay, bereit zum Frittieren. Das Fett nicht zu heiß werden lassen, so ungefähr 170 Grad Ober-Unterhitze. Nicht Ober-Unterhitze, das ist mir gerade raus, ich habe mich verbrannt. Aber ist nicht schlimm, ich habe ja Oma-Hände. Ich habe tatsächlich gerade ins heiße Fett gelangt. Hab einen frittierten Finger. Vielleicht legt das mit einer Schaumkelle rein, gell? Ja. Die Jutta sagt schon ja, weil diese Jutta ist bei uns Sicherheitsbeauftragte und immer wenn hier was passiert, kommt sie mit wiu, wiu.
und sie sagt, Sally, bitte nimm etwas. Also ich frittiere die jetzt hier von beiden Seiten, bis sie schön goldbraun sind. Nicht zu dunkel werden lassen und ich probiere echt noch ein paar in der Heißluftfritteuse. Und nie zu viele gleichzeitig in die Pfanne geben, sonst kühlt das Fett zu sehr ab. Die sind schön. Was ist? Und was muss ich jetzt da reinmachen? Du musst gar nichts reinmachen, du kannst es auch einfach formen. Guck mal, ich habe das so gemacht. So. Warte. Ist das Omas Holz? Nee, das ist mein Holz. Das ist Omas doch. Aber das sieht aus wie das von Oma, gell? Mhm. Ach, für den. Schön. Hier schön. Ja. Und guck, ich habe dann Käse rein. Und dann verschließen. So. Verschließen. So. Ja. Kann ich sonst noch. Wie bei Mosche und der Bär. Ja. Kleine Zipfchen. Ein Paket. Mosche und der Bär. Mama, darf ich einfach drauflegen? Warte, lass mich noch gucken, ob der Käse verschlossen ist. Weil wenn der nicht verschlossen ist, dann läuft es aus, weißt du? So, ist das so wie bei Mosch und der Bär? Mhm, das ist jetzt deins. Ich tue es rein, ja? Das wird ganz anders aussehen. Mama, ich verspreche es dir. Und dann guck dir den Teig von außen an, hart, innen. So geht der Teig nicht. Erstmal geht's nicht. Warte, mach. So, wie geht jetzt das? Ella, was genau machst du da jetzt? Weißt du, wie das heißt? Böre. Mir das? Mama, darf ich das da reinlegen? Ich lege das rein, okay? Du darfst niemals, niemals was in heißes Fett legen, okay? Gut, das auch macht immer, wenn ich erwachsen bin. Wenn du erwachsen bist. Aber so macht es immer ein Erwachsener, okay? Das ist nämlich ganz gefährlich, wenn da was spritzt. Okay. Gut. Also ich frittiere die jetzt noch kurz fertig und dann würde ich sagen, darf die Ella probieren. Oder? Ja. Mein Bonbon-Paket frittiert gerade. Dein Bonbon-Paket. Am besten auch immer zuerst auf die Schnittfläche legen, dann verschließt die sich nämlich gleich. Habe ich jetzt natürlich bei Ellas Bonbon-Paket nicht beachtet, damit da kein Käse austritt. Und jetzt schön weit weg von der Pfanne, damit nichts spritzt. Gut. Mama, wenn was explodiert, ich hier. Da explodiert nichts.
Ja. Wie sieht mein Bonbon-Paket aus bis jetzt? Sehr gut sieht's aus. Oha, das hat voll schnell geklappt. Oh, Mama, du hast viele schon gemacht. Soll ich die zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ey, lass Bonbon-Paket. Das mache ich zum Schluss. Ella? Ja? Are you ready? Ja. Okay, dann komm mal her. Guck mal, hier sind die Teile. Und warte, deins ist hier. Das hier ist mein von dir. Mein Postpaket? Ja, dein Postpaket. Aber Vorsicht, das ist bestimmt heiß. Darf ich abbeißen? Mhm. Ich probiere mal so eins, ungefüllt. Schön luftig. Schmeckt wie Börek. So, schmeckt wie Börek. Hallo. So, kannst du die auch mal mit Hackfleischfüllung machen? Geht das auch? Boah, das ist Hammer. Das ist der Killer. Also Hackfleischfüllung, das ist der Wahnsinn. Wieso hast du das nicht gemacht? Das wäre der Wahnsinn gewesen. Aber Käse schmeckt auch super. Heiß? Warm. Boah, da darfst du halt nicht die Kalorien zählen, gell? Aber warte, ich hole noch was. Ich habe tatsächlich noch welche in der Heißluftfritteuse zubereitet. Können wir probieren? Ja. Wirklich? Und dann den Unterschied sagen? Ja, also klar, die sind dann halt nicht rundum gebräunt, aber warte. Wir gucken jetzt mal, ob sie schon durch sind. Die waren jetzt 16 Minuten drin. Heiß sind sie auf jeden Fall. Hammer. Ach, das hab ich verbrannt. Wer macht sie besser, Oma oder Mama? Sei ehrlich. Beide. Beide? Und die Ella ist immer diplomatisch. Okay. Also ich muss sagen, die sehen auch super aus. Da haben jetzt in die Heißluftfritteuse 4, 5 Stück reingepasst. Ich meine, die sind optisch jetzt nicht so schön. Aber ich denke, die hätten noch ein bisschen, die können noch ein paar Minuten, dann sind sie auch schön. Aber so finde ich sie super. Ich würde es mal gerne probieren, ob es zu heiß ist. Ja, probier, mir ist es auch viel zu heiß. Oh mein Gott. Ach, mir ist es immer noch zu heiß. Darf ich dein Postpaket probieren? Mhm. Ich beiß einmal ab, ja? Okay. Oder ich nehme so ein kleines Stück. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war eigentlich voreingenommen, habe gedacht, das schmeckt niemals so gut, aber in der Fritteuse schmeckt es anders irgendwie. Mhm. Weil es außen ist irgendwie knusprig, ich weiß nicht warum. Und es ist nicht so weich. Also, hast du gerade so eine Schleimblase? Ja, ich habe gerade Schleim. Es war der Käse, der reingerutscht ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die Heißluftfritteuse, ist da aber kein Fett drin gewesen jetzt? Ganz wenig, nur ein Esslöffel. Okay. Ich meine, das ist eh egal, wir sind eh schon weg vom Fenster. Das Ding ist eh schon total Ding. Ja, meine Güte. Das Fett ist gerade teuer. Ist besser. Also nicht schlecht, nur anders. Also es ist wirklich eigentlich nur anders. Ich kriege einen Anruf. Tschüss, macht's gut. Ich hab's gerade auch. Gut. Ich hab's gerade gespürt an meinem Bauch. Ist da rein. Echt? Ist da reingeflutscht? Mhm. Wahnsinn. Achso, du hast den Anruf gespürt. Ah, okay. Gut, also ihr findet das Rezept auf sallys-blog.de oder in meiner App. Schaut da gerne vorbei. Und falls ihr die Pichi schon kennt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr sie gerne gefüllt oder ungefüllt esst und was ihr gerne dazu serviert. Ja. Was isst du am liebsten? Mit Käse oder ohne? Mit. Mit, gell? Also, wir lassen es uns schmecken. Euch auch einen guten Appetit und noch einen schönen Ramadan. Bis dann. Tschüss. Das nehmen wir jetzt gleich so im Ganzen mit raus. Sechseinhalb Stunden später. Eine Ewigkeit später. Drei Tage später. Das Kind hat Hunger. Ella, kriegst du eigentlich auch was zu essen, wenn die Kameras aus sind? Oder kriegst du nur vor der Kamera essen?
Und was sagen da deine leiblichen Eltern dazu? Mich hat mal jemand gefragt, ob ihr wirklich meine Kinder seid. Hm? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Die haben gedacht, ihr seid so schön, ihr seid bestimmt gecastet. Was gecastet? Ausgesucht. Wie bei Schauspielern. Okay, ich verstehe mein Kind nicht weiter. Komm, wir gehen essen, Schatz. Ich nehme das Ganze mit, gell? Hoppa.